Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Hallo, was guckst du mich denn hier so an? Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition. Wir sind aktuell dabei, noch ein paar Nebenquests abzugeben und machen uns dann aber wieder daran, das große Abenteuer weiterzuerleben. Jetzt gucke ich mal eben in meinen Log, was noch offen ist. Na, geh doch mal nicht aufs Codex, geh mal hier hin. So viel ist es jetzt nicht mehr. Banner des 1. Regiments. Ein turianischer Offizier benötigt das Banner des 1. Regiments, um seine Truppen zu motivieren. Beschaffen sie die bla bla bla. Und bringen sie es im Purgatory auf der Citadel. Was haben wir noch? Das geht noch nicht. Verbesserter Energieraster. Geht, glaube ich, auch noch nicht. Das geht auch noch nicht. Das kommt erst später. Buch von irgendwas. Das geht, glaube ich, auch erst später. Pfeiler der Stärke, das geht aber noch. Ein batterianischer Flüchtling benötigt die Pfeiler der Stärke für die Moral seines Volkes. Finden Sie den Pfeiler. Da weiß ich sogar noch, wo der ist. Okay, warte. Easy. Okay, einmal ins Purgatory, einmal das. Und ich glaube, dann haben wir alles abgegeben, was wir erstmal abgeben können. Da müssen wir einmal an die Docks. Da erinnere ich mich noch. Da war er doch da so dick seine Rede am Halten. Und ich war die einzige Zuhörerin, die da ein bisschen aufgepasst hat, was da abging. Der Rest war jetzt nicht so semi-begeistert bis mittelmäßig begeistert. So. Also eigentlich gar nicht begeistert von dem, was er da so von sich gab. Deswegen gehen wir da doch nochmal hin und helfen ihm doch gern. Hier war der, ne? Ne, warte. Ein weiter. Ein Hausnummer weiter. Ne, dann eine Hausnummer davor. Da sind sie ja. Da saß sie auf so einer Kiste. Da ist er. Hallo. Ich habe ihre Pfeiler der Stärke aus dem Milan-Nest beschafft. Sie gehören Ihnen und warten in Bucht D24 auf Sie. Danke. Im Moment braucht mein Volk jedes nur mögliche Symbol seines Glaubens. Okay, und dann gehen wir jetzt noch ins Purgatory und dann haben wir, glaube ich, alles. Hier wird richtig gehustet. Klingt nicht gesund. Klingt nicht gesund. So. Dann auf ins Purgatory. Dankeschön. Einen Moment bitte, immer gerne. Den Moment warte ich doch liebevoll und gerne. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Ich hasse es, hier festzusitzen. Ich hasse diesen Job als Wachmann. Im Moment hasse ich alles. Wir können nichts unternehmen. Jeder erfüllt seine Pflicht auf seine Art. Hey! Wenigstens haben deine Frau und die Kinder diese Reise gemacht, die du erwähnt hast. Wohin ging's nochmal? Sie haben sie storniert. Das Geld der Wohlfahrt gespendet, als die Erde angegriffen wurde. Scheiße. Tut mir leid. Okay, so. Was bist du denn für eine? Sie sieht auch irgendwie wichtig aus. So, wer wollte... Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder von Benning runterkomme. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Sie hatten uns. Wenn er ihr Feuer nicht auf sich gezogen hätte, nun, dann hätten wir es nicht geschafft. Nein, keine verdammte Chance. Nein. Ich hätte das nicht gekonnt. Aber er schon. So, mal sehen, wo der nette Kerl war. Habt ihr einen Deckel, Jungs? Wo sind die Tänzerin? Ich will Tänzerin. Ah. Also, die Tanzfläche ist da drüben. Doch keine Tänzerin, Tänzerinnen? Ich hab Landurlaub, da brauche ich keinen Wiener Walzer. Ich. Also. Jetzt komm schon. Wenn hier irgendwo auf der Station mit dem Arsch gewackelt wird, wisst ihr Jungs doch bestimmt wo. Die hat richtig Bock, Alter. Sie hat richtig Bock. Wenn das selbst dem Typen zu viel wird, weil es ihm gruselig wird, ne, dann weiß Bescheid. Sie chillt hier immer noch rum. Na, genießt du die schöne Musik? Das ist halt nicht mehr ihr Sofa, ne? Ich glaube, hier war der Typ irgendwo. Wer wollte denn das Ding haben? Warst du das? Nee, das ist James. Er war's. Commander Shepard, vielleicht kann ich helfen. Das Banner des 1. Regiments wartet in der Bucht D24 auf Sie. Das Banner des... Commander Shepard, ich schulde Ihnen ein Drink. Danke. Wir werden dieses Banner mit Stolz führen, wenn wir unsere Heimatwelt von diesen Mistkerlen zurückerobern. Ich hab doch gerne geholfen. So, warte, jetzt gucken wir mal eben kurz. Logbuch, lass noch mal schauen. Also.
Das geht noch nicht, das geht noch nicht. Widerstandsbewegung hat, wird es für immer offen bleiben, habe ich schon verschissen. Buch von Planex. Ein Volus auf der Sitte benötigt das Buch von Planex, um sein Volk zu inspirieren. Beschaffen Sie es von Irune und bringen Sie es zu ihm ins Präsidiumsunterhaus. Ein Volus. Das Buch von Dingsbums haben wir doch, oder nicht? Oder ging das noch nicht? Nee, das geht noch nicht. Cerberus-Angriff. Cerberus hat aus unbekannten Gründen die Kontrolle über eine alte Militäranlage auf T'Chanka übernommen. Landen Sie T'Chanka und organisieren Sie alle Operationen von Cerberus in dem Gebiet. Dorianischer Zug. Dann machen wir jetzt mal, würde ich sagen, den Cerberus-Angriff. Ich hab Bock, Cerberus ein bisschen zu verprügeln. Auf geht's, Leute, dann sind wir jetzt durch. Nebenquest soweit abgegeben. Ihr könnt wieder loslegen. Dann können wir eigentlich auch unsere neue Sniper mal ausprobieren, wenn wir wollen. So, bitte einmal zurück zur Normandie. Dankeschön. Und wir legen direkt los. Gibt wieder einiges zu tun. Also, abdocken. Ach, hier, ich lese ja jedes Mal abdocken, obwohl da andocken steht. Habt ihr euch schon lustig gemacht über mich? Man muss natürlich verlassen drücken. Jedes Mal. Ist mir schon mal passiert. So. Okay, so. Dann müssen wir jetzt dahin. Und das Erste, was wir machen, ist Cerberus Präsenz. Ich kriege jetzt erstmal richtig einen reingebumst. So. Da ist ja richtig was los. Anflug der Umlaufbahn. Cerberus Präsenz untersuchen. Fangen wir damit an. Was du auswählen kann jetzt auch auf dem Planeten, wenn da zwei Missionen sind. Das finde ich ganz cool. Wen nehmen wir denn mal mit? Ich würde sagen, wir nehmen diesmal mit Javik. Und vielleicht mal wieder Liara oder Edi. Ich nehme auch mal wieder Edi mit. Annehmen. Und dann gucken wir mal. So, es gibt keinen Level-Up für niemanden. Jetzt können wir nochmal schauen. Wenn ich jetzt mal bei den Präzisionsgewehre prüfe. Die Viper. Der Schaden ist deutlich niedriger. Deutlich niedriger. So, die Viper 1. Habe ich noch eine andere Viper? Ach, die Widow. Die Widow habe ich ja gekauft. Die war's. Bei unserem Explosionsding ist ein bisschen mehr Schaden. Hier ist natürlich die Präzision sehr hoch. Gewicht ist aber auch übel. Ich glaube, wir bleiben erstmal so, wie wir aktuell unterwegs sind. Erstmal noch. Okay. Edi, wie sieht es bei dir aus? Bist du waffenmäßig ausgerüstet? Ja. Und du bist waffenmäßig auch ausgerüstet? Ja. Juli, wir haben 9 Punkte. Holy shit. Okay, können wir nochmal taktische Tarnung upgraden oder diese Munition? Verbrennung mache ich ja auch ganz gerne. Sabotieren Sie Waffen und hacken Sie synthetische Wesen. Ich mache mal erstmal taktische Tarnung, dass wir eben gucken. Erhöht Aufladetempo um 30%, erhöht Nahkampfschaden um 50% so lange getarnt. Ich mache mal Aufladetempo erhöhen. Ups. Können wir uns nicht leisten. Zurück und dann. Wir nochmal gucken. Können wir uns das leisten? Auch nicht. Ne, mehr Leistung, mehr ist nicht drin. Automatischer Stufenanstieg und automatischer Stufenanstieg. Wunderbar. Bestätigen! Los geht's, Leute! Shepard, Cerberus-Truppen landen abseits der T'Chanka-Schlachtfelder. Ihr Ziel scheint eine alte Boden-Weltraum-Kanonenanlage zu sein, die seit den Kroganischen Rebellionen nicht mehr benutzt wurde. Sie hat keinen militärischen Nutzen und die Kroganer sind zu weit verteilt, um sich darum zu kümmern. Wissen wir, was Cerberus vorhat? Nein. Aber wir wissen, dass Cerberus niemals ohne Plan handelt. Halten Sie sie auf und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich. Hackett Ende. Anscheinend hat Cerberus die Kanone einsatzfähig gemacht, Commander. Ich gehe wieder hoch und sehe mir an, worauf Sie schießen. Tun Sie das. Das kann ich. Okay, gib mir mal erstmal eine Waffe. So. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Und bumps!
hier Widerstand. Commander, ich habe Sichtkontakt zu einem Cerberus-Kreuzer im Anflug. Der Kanonenbeschuss räumt den Weg frei. Wenn das Schiff in Bombardierungsreichweite kommt, hat der kroganische Widerstand ein Problem. Halten Sie es im Auge, Lieutenant. Wird gemacht. Wir kümmern uns drum. Komm! Oh, wo kommst du denn her? Ich will in Deckung gehen mal eben. Kampftechniker! Ich liebe diese Sniper. Hier geht schon ein bisschen was ab. So, warte mal, bevor wir da weitergehen, das sieht doch so verdächtig aus hier wieder. Da, guck mal, Müll. Wenn ich etwas mitnehme, da natürlich Müll. Und Müll sind hier mal auch eben entspannte 3000 Credits, man kennt's. Was geht denn hier? Da oben ist so ein Dicker. In Deckung! Ist ein bisschen Rambazamba am Start. Merkt ihr das, dass so ein bisschen die Action am Abgehen ist? Ein bisschen was los hier. Rückzug zum Kontrollraum. Oh! So ein Ding aufgestellt. Kontrollzentrum gesichert. Übernehme Kanonensteuerung. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. Eins am anderen, Shepard. Erstmal gucken, was hier abgeht. Da haben wir noch ein bisschen Müll zu bergen. Okay, dann geht's hier hoch. Ich will mich erstmal umsehen. Das ist halt immer erstmal wichtig. Das scheint schon das Kanonending zu sein. Moment. Jetzt ging hier auch noch rein. Oh, Shepard, du hängst fest. Hier geht's hoch. Das ist auch der Kanonenkontrollraum. Okay, warte. Es gibt ja auch noch einen unten. Hier. Wir nehmen gucken, was hier noch so ist. Man weiß ja nie. Das sieht doch verdächtig aus. Da ist nur Munition, ein paar Panzer. Okay, hier geht's wieder hoch. Alles klar, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ist okay. Dann können wir jetzt zur Kanone. So, bevor wir über die aktivieren und da rumpummeln, gucken wir uns natürlich auch erstmal um. Hier ist Health. Hier haben wir alte Rasterpläne. Nicht die Art von kroganischem Relikt, mit der ich gerechnet hatte. Okay, damit können wir wieder irgendeine Nebenquest abschließen. Irgendjemand suchte danach, ich erinnere mich noch. Die Quest haben wir auch schon. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Kanone oder was? Auf geht's. Wo muss ich drücken? Was muss ich tun? Ach, da. Sie haben die Energieversorgung der Konsole unterbrochen. Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Sie bringen mit Shuttles Verstärkung rein und befestigen ihre Stellung. Da müssen wir hin. Okay, warte. Geht los, Leute. Immer draufballern, Leute. Immer schön draufballern. Ah, das geht. Die Explosion, die geht halt auch hinter Deckung, weißt du? Das ist mega nice. Immer ein bisschen vorhalten. Das muss man halt dann machen. Bam. Bam. Versteck dich mal eben, Shepard. So. Kann dich keiner sehen. Idi, dein Kopf ist im Weg. Und wieder in Deckung. Ah, das Ding schockt schon, also... Die ist nicht ganz so leicht zu bedienen, weil man halt, weil die Kugeln so langsam sind. Was ist mit ihnen los? Rennt einfach an mir vorbei. Ignoriert mich einfach, der Junge, hallo? Wir sind hier in einem Gefecht. Du hast mich hier nicht zu ignorieren. Unnormal. Ja. Oh, warte mal kurz. Leute, bleibt mal entspannt. Oh!
Bums. Damit rechnen die nicht. Erleiden Verluste, das ist korrekt. Rennt mal nicht so rum, Leute. Oh, der wird gegrillt und... Noch jemand? Da kommen noch mehr. Jetzt müssen wir eben... Oh, ein bisschen Munition organisieren, Leute. Ich renne hier auch einfach rum, ne? Statt hier irgendwie so in Deckung zu gehen, hier wird einfach geballert, Junge. Einfach geballert. Ich sehe hier nichts, hier ist zu viel Rauch. Ja. Das hat ihn noch nicht dahin gerafft. Oh, hier sind gleich mal drei Stück hier irgendwie. Ja, du standest direkt in dem Moment im Weg. Clever. So, erstmal Munition einsammeln. Okay. Okay. Einfach kaputt machen. Das ist ein Energiemodul. Das werden wir jetzt mal schön reaktivieren. Ups. Wird erledigt. Nein, das war auch nicht richtig. Bestätige. Alter, was läuft denn bei mir? So. Noch mehr? V? Ach, ist noch eins. Okay. Auch dieses Energiemodul, hoppala, werden wir reaktivieren. Hey, was hat nicht funktioniert? Kann das denn angehen? Komm schon. Ich habe eine Explosionssniper und das Ding hat widerstanden. Das wird ziemlich knapp, Commander. Ja. Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. Let's go. Jetzt mal unten lang gehen. Als hätten sie es geahnt. Shepard geht bestimmt jetzt mal unten lang. Immer schön drauf da. Ich würde, wenn jemand mit so einer Explosionssniper vor einem sitzt, nicht eine Treppe, eine Leiter runterklettern. Das ist einfach so, da bist du so lange in the open, da kriegst du doch sofort so ein Explosionsgeschütz in den Nacken. Doch klar. Ach hier, guck mal, da kommen sie wieder. Warte, ich muss eben die Waffe wechseln. Damit ich seinen Schlitz durchschießen kann. Ich muss doch mal ein bisschen ballern. Leute, einfach aufhören damit. Oh, Granate. Was macht ihr denn da an dieser Treppe? Das ist ja komplett bescheuert. Ihr habt es euch da oben echt ganz gemütlich gemacht, ne? Da kommt er wieder mit seinem Blitzschild. Noch einer. Leute, was ist denn los mit euch? Erleiden Verluste, das kann man wohl sagen. Komm, wir gehen da mal hoch jetzt. Kein Bock mehr zu warten. Noch einer! Wie viel von euch kommen denn da noch? Was ist denn da los? Los, hoch da, komm. Oh, scheiße. Oh, oh. Ja, Horn, ich höre dich, aber ich kann gerade nicht speichern, deswegen müssen wir weitermachen. In Deckung, in Deckung. So. Oh, jetzt kann ich speichern. Ja, geil. Das heißt, wir werden erst im nächsten Part herausfinden, was mit dieser Kanone passiert. Meine Lieben,
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.